Guten Tag, wir sind hier in Kaiserslautern und sind noch nicht alle Leute da, aber du hast eine Jacke, die manchen Leuten verdächtig bekannt vorkommt. Die habe ich schon auf der Bühne getragen. Ja. Wie bist du dazu gekommen? Die hat mein Freund ersteigert. Bei den Markierten, ne? Bei den Markierten für einen guten Zweck. Was, weißt du noch, was der gute Zweck war? Ah, nee, den hat er ausgesucht. Da konnte man sich was aussuchen. Meistens ist es Kinderkrebs oder sowas. Ne? Ja, irgend sowas war das. Und wie läuft's? Wie läuft's auf der Straße mit dieser schönen Jacke? Toll, aus New York übrigens. Ja, die ist aus New York gekauft. Ja. Richtig, also man fällt auf jeden Fall auf. Ja? Ja. Hast du nette Kommentare bekommen? Ich habe schon ganz tolle Kommentare bekommen. Sehr, sehr gut. Ja, vielen herzlichen Dank. Ja, gerne. So, und du bist zwar noch nicht markiert. Hallo. Hallo, du wärst aber gerne markiert. Ja. Erzähl doch mal, du kennst mich schon seit 20 Jahren. Ja, ich schaue schon seit ich 10 bin, Medical Detectives mit meiner Oma damals zusammen. Im Bett oder lief das damals noch nicht so spät? Ja, manchmal. Auf der Couch? Ja, ich durfte dann länger wach bleiben und dann haben wir das immer zusammen geschaut und sie schaut es heute noch bei sich zu Hause und ich schaue es dann bei mir zu Hause, dann tauschen wir uns immer aus, was gerade lief. Kannst du schon alles mitsprechen? Fast. Ich kann schon die Fälle, die sehe ich in 30 Sekunden, dann weiß ich schon, das und das ist passiert. Und vorhin hast du gesagt, du bist ganz aufgeregt, weil du mich mal treffen wolltest. Ja. Jetzt muss ich ja eigentlich aufgeregt sein, weil ich den Vortrag halte. Ja. Warst du denn schon mal bei einem Vortrag von mir? Nee, leider noch nicht. Das ist ja super cool, also umso besser. Und wie kommst du zu dieser extrem coolen Gesichtsmaske? Habt ihr die selber genäht? Nee, die habe ich gekauft. Sehr, sehr cool. Du bist also ein friedliebender Mensch, obwohl du Medical Detective guckst. Ja. Sehr, sehr, sehr gut. Ja, dann hoffe ich, dass du eine schöne Veranstaltung jetzt gleich hast und dass du nicht enttäuscht bist, nachdem du so lange gewartet hast. Bist du immer noch aufgeregt? Ja. Woran sieht man das? Deine Hände zittern? Ja. Wirklich? Ja. Also, seid nicht aufgeregt, wenn ihr mich trefft. Macht es wie die Ines, bleibt einfach cool stehen. So, das habe ich schon so oft gesehen. Richtig. Ne? Machst du wie die Ines jetzt auch, ne? Immer cool bleiben. Okay. Was machst du beruflich? Ich arbeite beim Zahnarzt. Ach so, da kann es manchmal auch blutig sein, ne? Ja, ja. Wie beim Metzger. Was machst du denn, wenn die Leute beim Zahnarzt aufgeregt und ängstlich sind, so wie du jetzt ein bisschen? Wie beruhigst du die? Ich erkläre denen den Behandlungsablauf und bin dann immer bei denen, lasse sie nicht allein und lenke die auch dann ab mit alltäglichen Gesprächen. Was hältst du von Händchen halten? Die Ines muss bei mir immer Händchen halten, wenn ich beim Zahnarzt bin. Mache ich auch. Also die Leute, die Patienten halten auch immer meine Hand Dürfen fest. Die auch, ne? Ja. Weil sie halten mich am Bein fest. Also, aber das dürfen die auch. Ans Bein dürfen sie auch, ne? Ja, mir macht das nichts aus. Ja, sonst ein paar andere Stellen vielleicht nicht. Ja, finde ich sehr, sehr gut. Also ich mache es genauso. Ne, Ines, du hältst mir Händchen beim Zahnarzt. Ne? Ja, du hast auch immer Angst beim Zahnarzt. Ich habe auch immer Angst beim Zahnarzt, ja. Sehr, sehr gut. Also dann, ich wünsche dir eine schöne Veranstaltung, ne? Dankeschön. Ach so, und dass du bald markiert wirst. Ne? Ja. Ja. Tschö. Komm, wir winken mal rein. Tschö.